Freunde, was ist geschehen, YouTube? Herzlich willkommen. Heute machen wir mal, wie soll man das sagen, Ausrüstungsguide. So, kann man das Guide nennen? Weiß nicht, wie wir das nennen wollen. Es ist eigentlich so eher eine Vorstellung oder ein Guide dazu, wie ich im Moment spiele. Und ich spiele mit einer bestimmten Skillung und Implantaten, die so auf die Weise funktionieren mit der Rüstung zusammen. Weil jede Rüstung hat ja eine andere Passive und ich habe die Black Cerberus Rüstung, da die von den passiven Stats her ziemlich stark ist und für mich einfach die beste Passive ist, auch die es in dem Spiel gibt. Nichtsdestotrotz müssen wir schauen, dass ich erkläre, warum und wieso. Ich bin jetzt im NG++++. Und da ist jeder Gegner, der mich angreift, also one-hitted mich. Also es ist egal, was passiert. Man kann das aber auch im NG+ und NG++ spielen. Die Skillung, die ich jetzt hier zeigen werde. Ne? Also es ist für NG+ bis 3x+. Und die Black Cerberus funktioniert ja so, dass die eine Passive hat. Das bedeutet, trägst du das komplette Black Cerberus Set, erhöht sich mein Schaden ja, solange ich über viel Energie verfüge. Das heißt, wenn ich so ab 90 knapp 100% bin, dann erhöht sich mein Schaden erheblich. Und ich bin bei 862 Schaden jetzt. Und ich spiele mit einer Einhandwaffe, die auf Schnitt- und Stichschaden basiert. Das heißt, die hier werde ich nur leichte Hiebe machen und keine die hier. Die nicht. Pass auf dich auf. So. Und um das Ganze umzusetzen, dass ihr seht ja oben links meine Energieleiste, meine Lebensleiste und meine Ausdauerleiste. Ich verliere zum Beispiel keine Energie. Das ist durch die Mods, die ich habe. Und die Mods sind auf die Rüstung angepasst, plus das Ausweichen, dass ich nicht sofort getroffen werde. Die Implantate sehen halt so aus, dass ich die Exokondensatoren XL zweimal drin habe. Einmal den Exokondensator Mark 2 und noch ein Mark 2. Das heißt, so komme ich auf 100% Energie, die ich nicht verlieren kann. Weil jeder von diesen Kondensatoren, die sind stackbar, speichert Energie, verhindert Energieverlust unterhalb von 30% der maximalen Energie. Und dann habe ich die beiden halt drin, das sind schon mal 60%. Dann nochmal hier 20-20, ne, kommen wir auf 100. Das heißt, ich gehe im Spiel nie unter 100. Nie unter 100, unter 100 Energie. Und das ist auch der Grund, warum durchgehend meine Ausrüstung, also die passive Fähigkeit, gestackt ist, dass ich den Schaden habe. Dann habe ich pneumatische Kalibratoren zweimal drinne. Das heißt, ich habe 50% weniger Ausdauerverbrauch beim Hin- und Her-Hüpfen. Wenn Gegner kommen, das Ausweichen, dies, das. Dann habe ich zweimal Vita Boost V5 drin, die mir jeweils 100 Leben geben. Ist aber im NG++, glaube ich, egal. Also ich war schon bei 800 HP oder so und ich bin trotzdem One-Hit gewesen. Auch von Drohnen. Die einzigsten Sachen, die mich nicht One-Hitten, sind diese Leute, die an diesem Gerät stehen und damit schießen dreimal. Da One-Hit mich der erste Schuss nicht. Der zweite, der aber trifft, bin ich weg. Dann müsst ihr, um den höchsten Schaden der Rüstung zu bekommen, einmal einen Energiekern, also einmal ein Vanadium-Energiezelle benutzen. Ihr müsst V5 oder V3 benutzen. Bei dem V1 wird es nicht funktionieren, weil der verbrauchte Kernleistung ist 0. Ich weiß nicht wieso, aber das funktioniert nicht, wenn ihr die Energie... Ihr müsst die Energie halt einmal mit einem Mod erhöhen. Ist egal, ob ihr das einmal macht oder zweimal macht, ihr müsst auf jeden Fall die Energie, die ihr unten besitzt, müsst ihr einmal erhöhen. Das heißt, einmal mit dem V3er oder mit dem V5er, sonst wird die Passive der Rüstung komischerweise nicht richtig gestackt oder nur zu wenig. Also, nicht vergessen, entweder den V3 oder den V5 reinmachen. Ist auf jeden Fall ziemlich wichtig. Ich habe den 5er drin. Dann spiele ich noch mit dem Voltaik-Dynamo V1.
der mir Energiegewinnung 20 gibt pro Angriff, erhöht die Energiegewinnung durch erfolgreiche Angriffe, weil ihr müsst ja sehr, sehr schnell die Energie wieder vollkriegen, weil ihr nur 2 Hits braucht, um einen Gegner jetzt zu töten. Ich glaube, auf NG Plus und NG Plus Plus braucht ihr 3 oder 4 Hits. Ich brauche hier nur 2, um den zu killen oder um den Finisher zu setzen. Und hab dann noch Ausdauermods drin, die höchsten, die es gibt. Die man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Stück. Weil ich viel ausweichen muss. Also beim Boss ist es wichtig, viel auszuweichen, weil jeder Hit, der vom Boss getroffen wird, ist tot. Deswegen die Ausdauerboosts. Leben, das ich selbst regeneriere, habe ich nicht drin. Weil ich, wie gesagt, sowieso One-Hit bin. Also ist das völlig unwichtig. Bisschen Leben noch mit reingemacht, falls man vielleicht nochmal nicht One-Hit ist. Und das ist dann auch das Bild für NG Plus und Plus Plus. Weil man, wenn man wirklich gut ist, man kriegt einfach keinen Hit ab. Von keinem. Wenn man weiß, wenn man das Spiel oft genug durchgespielt hat, weiß man einfach die Movement-Abfolge von Gegnern und lässt sich einfach nicht mehr treffen. So, dann habe ich noch, um den Damage nochmal zu verstärken, für die Einhand den Tactical Omni-Boost drinne. Tactiler Omni-Boost, den habe ich drin. Ich habe noch keine andere Version davon gefunden, nur diesen MK1, wo man plus 2 Einhand bekommt. Und benutzt dann dazu den Adrenalin-Injektor. Und damit verstärkt, also meine Sinne werden verstärkt und die gegnerische Bewegung wird halt immens eingeschränkt. Bei der Ausrüstung ist es so, ich benutze die, entweder die MK, die MG Centurion oder ich benutze die mimetische Klinge. Die mimetische Klinge kriegt man beim Endboss und die kriegt man, wenn man den Sicherheitschef getötet hat, der vierte Boss. Dann kommt man an diesen Kasten später ran, wenn man nochmal zurückgeht und kriegt dann diese Waffe dazu. Im Vergleich kann man das sehen, dass die sich dadurch unterscheiden, die sind jetzt MK20 schon, ne? Das liegt aber daran, dass ich schon so hoch bin. Bei jedem Durchgang kann man seine Waffen um MK5 verbessern. Und wir sehen, der Unterschied bei der mimetischen Klinge und der MG Centurion ist einfach nur, dass die mimetische Klinge viel Elementarschaden hat, hat aber null Wuchtschaden und hat Stichschaden und Schnittschaden. Und ich habe mich für die MG Centurion entschieden, weil der Elementarschaden zwar etwas weniger ist, aber der Schnitt- und Stichschaden ist höher. Und dadurch für mich die ideale Waffe. Angriffskraft, Angriffsgeschwindigkeit ist Mittel-Mittel und Waffenfertigkeitsskalierung ist sehr hoch. Die Energiegewinnung ist bei 20% und das ist so mein Bild. Das heißt, ich gehe jetzt einfach los. Wir helfen gern. Hab volle Energie immer. Dann könnt ihr das mal sehen. Dann gehe ich auf den Gegner zu. Und bin tot. So sieht das dann aus, wenn man es vorführt und es nicht sein soll. Das ist immer, wenn ich selber spiele, passiert mir das nicht. Ne? Aber wenn ich ein Video mache, kriege ich sofort auf die Fresse. So, und jetzt müssen wir Energiegewinnung machen. Wir helfen gern. So, ich mache immer diesen Jump. Diesen Jump, der so reinbohrt, weil dann ist der Gegner erstmal gleich gestunt. Und da seht ihr schon 2 Hits. Und dann bin ich schon in diesem Lock, dass ich den Typen killen kann. Immer gegen den Kopf. Weil am Ende, wenn man die Rüstung spielt mit dem Set, braucht man eh nichts mehr. So, jetzt kommt hier der schnelle Gegner. Jetzt machen wir das so, dass wir den Dings aktivieren, dadurch wird er langsamer, jumpen dann rein und schlagen den einfach gegen den Kopf. Und so sieht denn das ganze Spiel über aus, ne? Man muss dann halt einfach nur aufpassen, dass man von den Gegnern nicht gehittet wird. Das war's denn schon. Da bin ich wieder tot. Da habe ich was falsch gemacht, weil ich bin zur Seite gesprungen, anstatt nach vorne, habe ich mich verklickt. Aber so sieht mein Bild aus und so laufe ich rum. Ist halt leider anders nicht mehr machbar. Ich darf halt keinen Hit abkriegen, sonst bin ich tot. Danke fürs Zusehen, YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Zu The Search vielleicht. Oder irgendwas anderem. Schaut doch mal rein. Ich habe einen Anfänger-Guide gemacht. Im NG, im ganz normalen. Da erkläre ich wirklich alles in einer Stunde. Ist ein langes Video, weil ich den ersten Abschnitt mache. Aber da erkläre ich halt das komplette Spiel. Auf was man achten sollte, was so die beste Anfangswaffe ist und.
Danke fürs Zusehen. Tschüss, bis dann.